schöne Bude ist, wa? Die Lotschuhe, oder was? Das war ja. Das ist heftig. Direkt den Ofen an, was ist das? Da hängt ein Sack drin. Ach, die haben den Stuhl hier geschmissen. Ach, nur ach Gott. Von oben, ja. Oh, weia. Guckt euch diese Lampe an, wie diese Lampe tanzen kann. Oh, ich krieg mal hier noch richtig mit Strapse. Und, kommen wir da weiter? Naja, schwierig. Also entweder gehst du da durchs Fenster oder gehst du hier lang, aber... Ja, nur am Telefonieren. Telefon? Telefonieren. Boah! Nee, in der Ecke steht eine nagelneue Kabelbäume. Ich mal, wa? Auch schon wieder zu barrikadiert. Aber hier sieht aus wie offen. Oder auch nicht. Ah, auch zu. Hier ist auch gar nicht so viel. Irgendwelche Tanz. Alter, aber da steht auch noch so viel. Oh, das sieht geil aus, ich guck mal. Hammer. Krass. Das ist richtig geil. Dann fangen wir jetzt halt nochmal an. Ich habe gerade vergessen, auf Start zu drücken. Ah, ihr habt doch die Hälfte schon verpasst, weil da unten ist eine Tür, die ist offen. Da waren wir jetzt gerade so ein bisschen gucken gewesen. Da ist eine andere Tür, die ist aber verschlossen. Die ist alles ein bisschen schön grün. Dominik wollte da jetzt gerade hochklettern. Aber hat da oben reingeguckt, aber... Weiter geht nicht. Weiter geht nicht. Wie kommst du hier hoch, oder was? Naja, ja, wenn es da oben wird, macht er alles immer so. Und sagt, oh. Ach so, der Dach wird auch nicht mehr so das Schönste sein, wa? Schade. Da geht irgendwie weiter, wa? Nee. Da ist die. Ja doch, na, du kommst außen rum, oder? Hm. Warum baut man bitte schon in so einen Raum einen Zaun rein? Halt gut, Ali. Verstehe ich nicht. Ali. Ja, das sind diese Umlagerstelldinger. Manchmal, wollen wir nicht mal kurz in den Keller gucken gehen, ob man da nicht hinkommt? Ja. Bevor wir jetzt hier rumrennen? Lutschmenko, das hängt sogar so schon an. Lutschmenko. Ich würde gerne ist, dass mein Arbeitskarriere und mein Chef jetzt auch schon anfangen mit Tippitoppen. So, ich muss jetzt mal kurz mal Taschenlampe rausholen. Ah ja, geht. Eigentlich. Und irgendwie war dann mal auch so, das ist alles tippitoppi, war das Ding? Ja, geil. Das fand ich ja mal irgendwann. Organisation ist alles. Eingriff und der ist da. Hast du dein Porno wieder dabei oder was? Ja, sicher. Dein Dildo? Sicher. Der hat doch extra mal gesucht, oder? Ja. Ja, der irgendwas mit Dildo erzählt. Oder? Nee, warum gehe ich hin? Warum ist das mal der im Keller vorgeht? Dass ihr das versteht mit dem Dildo. Porno-Dildo ist am Start. Genau. Ja, das Geile ist, Alter, du musst aufpassen. Hier sind die Möbel, Alter. Aber wie, Junge? Absolut verlimmert. Oh, das ist ja interessant hier. Und zwar nix. Okay, das war's schon. Interessant. Schade. Interessant, ja. Ist interessant. Also, wir sind hier immer noch auf Suche. Machen dann Eingang. Und nein, ist kein Eingang. Da waren gerade Stimmen. Die sollten vielleicht nicht so laut sein. Tun wir gleich vom Ball? Was ist denn das? Ist das eine Kugel? Was ist das? Das ist ein Schaltknopf. Ah! Ah! Warte mal, einer. No,
Tja, das war bis jetzt echt mal ein Satz mit X, das war aber nix. So, wir sind jetzt immer komplett um das ganze Gebäude rumgelaufen. Wir sind von da hinten gekommen. Sind da hinten, da so lang gelaufen. Und was ist? Wir haben es gefunden. Hier ist ein Eingang. Ich werde mal einen Rucksack absetzen, was macht sie einfach ab? Oh, vorhin, Robert. Ja, alles schön. Oh, du Scheiße. Da ein Geld genommen und dann mit Dings das Thema. Ja. Ich hab noch nicht gesehen. Ey, guckt euch das Spektakel hier an. Ich guck gleich über das da hinten an. Geil. Schön, aber lasst das mal auf euch wirken. Ist das ist Wahnsinn. Absoluter Hammer, Alter. What? Also wir wussten ja, dass das Ding geil wird. Aber dass das so geil ist, das Ding. Kommt ihr hoch da oder wollt ihr jetzt mit Handy weiterspielen? Ich bin lieber mit Handy rum, anstatt sich das anzugucken. Ach, Instagram. Oh, ich Strüpp hängen geblieben. Fast aufs Maul hier dich. Ich dreh euch mal um. Alles zugesperrt, ins Fenster. Und da oben werden wir halt zur Not noch im Gang. Hätten wir gemusst. Aber wir haben zum Glück einfach einen Eingang gefunden. Aber wichtig ist, niemals mit Gewalt reinkommen. Ups. Oh, kiekt euch das an, wie tief das runter geht noch. Ach, die große eine. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie runterkommen nachher. Oh, ich hab was gefunden. Da ist ein Treppen. Ich hab einen Keller gefunden. Diese Platten ran und genau an der Stelle, wo wir reingegangen sind, da ist bloß ein Bauzaun vor. Nee, an dem Bauzaun sind die Platten ran geschraubt. Achso. Ja, der Bauzaun ist überall. Ja. Achso, genau. Stimmt. Und du hast nur da keine Platte dran, weil irgendwelche anderen Idioten das abgemacht haben. Ja. Unser Vorteil. Oh, Alter. Wo? Oh. Das muss ich gar nicht sehen, oder was? Ich komme so rein, dachte so. Und der läuft einfach durch. Hallo! Alter, wir waren hier gerade mit dem Hallo. Digga. Alter. Einfach nur mit so einem Dinger. Genau. Guck, das ist ja noch fertig. Und da reicht ja auch aus. Und oben mehr Schrauben. Ja. Aber wie viele einzelne Felder du da fahren musst?
klappert. Hm? Das klappert irgendwie draußen durch. Das wird der Schreckmoment, ich glaube, da haben wir den ersten Mal noch nicht mitgekriegt. Da kommen wir nicht mehr wieder. Ja, nicht mehr und da auch nicht mehr. Das ist jetzt unseren Deck kommen. Hier steht sogar mit 14. Oh, der Boden ist richtig weich. Ja, und schon wieder am Spielmenü gelatscht. Geil. Und dann knack noch einen Schritt. Seitlich treten. Alter. Also hier hat es auf jeden Fall mal gebrannt. Ah, ihr könnt das Spiegeln sehen. Alles voller Glas. Da gehe ich nicht durch. Die Tür kann man vergessen. Entweder hacken wir sie aus. Weil wir lassen das. Aushaken geht nicht. Ich würde es so lassen. Ich gehe da nicht rein. Dann ist es immer so heiß. Ja. Immer schön hingucken, wo man tritt. Boah, ist der Boden weich. Das ist eh gleich. Ein Stück kleiner und den Rest haben sie angebaut, also neu gebaut. Ja. Das ist ein Röhrenweg und der Rest ist ja irgendwo eine neue Scheiße. Das Holz gebaut. Da bin ich verhandelt. Die Menschen werden. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall sind hier Hygienebereiche. Ja, komplette Fuß. Ich denke mal, so eine Fuße, Haar. Ja. Was ist das, eine Kantine? Ah, hier, schon mit Innenausgabe, wa? Deswegen. Oder vielleicht Klamottenausgabe oder so. Oder Werkzeug. Aber du weißt ja schon, was die Fließt da so. Also, essenstechnisch könnte das schon fast schon sein, oder? Ach, da noch so. Guck mal, was steht da. Naja, aber guck mal, von wo kann man auch weg viel von Rohrleitungen. Ja, pass auf, wie ist das hier mit dir?
So, versprochen ist versprochen. Wir gehen jetzt in den Keller. Nicht stehen bleiben, weiterlaufen. Boah, kick dir diesen fetten Flatscher an, Alter. Warten. Der Träger. So, ja. Alter, na klar, wenn hier die Züge draufstehen, ne? Ja, du. Alter. Das ist ein komplettes Bahnsystem. Ja. Vielleicht haben die auch Öl oder sowas mit abgelassen. Das kann sein, oder hier Motoren oder irgendwas draus hier rum machen. Ich kann sagen, Motoren draus hier rum machen. Ja, so weit, ja. Also irgendwie sowas. Also die ganze Hydraulik hier, kick da mal an. Weil für die Dinger kannst du ja auch hin und her schieben. Ja. Als wenn sie die als Motorenheber genommen haben. Aha, und wenn sie sie brauchten, haben sie sie aufgemacht. Wenn sie sie nicht brauchten, zugemacht, dass sie laufen konnten. Dann haben sie die Motoren hier aufgestellt und dann konnten sie die Motoren bis nach vorne rüberschieben. Ja. Oh. Okay, so, ja. Ah, anders kann ich mir das auch machen. Ist das ein Kühlrippensystem oder was? Ah. Also kann ich mich damit auch nicht haben. Geht da hinten auf jeden Fall noch viel weiter und da hinten gibt es noch eine Leiter, wie man auf das Ding raufkommt. Hm. Aber das macht ja keinen Sinn für uns, wa? Nö, aber es gibt auch keinen anderen Abgang hier, außer dem. Nö, da hinten ist keine Treppe. Lass uns das Ding schieben. Fängt an, oder was? Jo. Also, wir haben einen neuen Bahnmitarbeiter. Guck mal, jetzt nehmen wir mal ein bisschen was mehr. Pass auf, noch? Ja. Ah, das ist das Ding von oben, ne? Ja. Das ist deswegen, ja krass. Deswegen habe ich das mal aufgeschoben. Ah. Okay. Naja, kommt man da wohl nicht rum um das Ding. Nee, wirklich. Wie müsste du dich von der anderen Seite abseilen? Hat ein Seil dabei? Ah, wir haben keine PSA bei. Ah, oh, meine Beine! Den steppt der Bär, Junge. Oh, fuck. Ich kann doch nicht jetzt an, das ist schon 5 Minuten so. Ich kick doch mal. Oh, stimmt, der Bär. Auf mein Bein. Oh, verdammt. Ey, Herr, der hier schön irgendwo. Ey, herrlich, Junge. Tippitoppi. Tippitoppi, ja. Happy Toppy. Oh Mann. Oh, herrlich. Das wird doch wieder lange gehen. Ja, ich habe auch noch direkt in der Fresse, ey. Hä, hey, warum gehen wir da lang? Haben wir nicht von da? Nee. Nee. Haben wir hier da so rum und dann geradeaus einfach, ja. Ja. Und los. Oh, so. Das erste Mal, dass ich recht habe bei Dominik, wenn es um die Wegbeschreibung geht. Da ist merkt euch das. Da ist eine Treppe. Da ist das Giebelfenster, ne? Wo war das gewesen? Ja. Scheiße, jetzt hab ich mal recht gehabt. Ja! So, in dem Sinne. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Wir sind fertig. Wir haben hier schöne Bilder gemacht, haben ein Video gedreht. Ihr habt euch das jetzt definitiv bis zum Schluss angeguckt. Ja. Und ja. Ich hoffe, es freut euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und liken und Abo dalassen. Und vergesst diese beschissene Glocke nicht, weil das haben wir noch nicht einmal gesagt. Macht's doch einfach mal. Tag euch, bis dann. Ciao. Peace out. Peace.